Die nachfolgende Sendung ist nicht für Zuschauer geeignet. Gute, meine lieben Jewel Junkies, ich bin's mal wieder, euer AK. Und heute wieder ein klitzekleines Review bzw. Overview. Eine kurze Übersicht. Heute habe ich da von Begardi zur Verfügung gestellt bekommen ein Modify SS Precision Inner Barrel. Der hat einen Durchmesser von 6,03 mm. Ist komplett aus Edelstahl gefertigt und der ist passend für eine KJW G9, Glock 19, Glock 23, die ich ja auch im Besitz habe. Aber den werde ich in meine kürzlich im anderen Review vorgestellte WE Beretta M84 FS Cheetah einbauen. Ich würde sagen, das Unboxing überspringen wir jetzt mal, weil hier gibt's nichts zum Unboxen und nach dem Intro geht's dann los. Ja, das ist er also, der kleine schnuggelige Inner Barrel. Der hat eine Länge von 85 mm, ist damit 7 mm länger als der Standard, WE Inner Barrel. Ja, falls ihr euch jetzt fragt, warum ich das nicht ganz bis zum Ende hier anhalte, weil hier die Nut, wo das Hopper-Bucking dann abdichtet, beziehungsweise am Ende in der Endposition sitzt, die zählt dann mal. Ja, das wäre der ganze Inner Barrel ist natürlich beschriftet. Modify-Logo, Modify-Schriftzug, SS steht natürlich hier jetzt nicht für Schutzstaffel, sondern für, Super Speed oder was? Wie haben die das denn hier? Vielleicht steht das irgendwie drauf. Ne, steht nicht drauf, wofür das SS steht. Ja, Stainless Steel wahrscheinlich. Stainless Steel, also Edelstahl. Den habe ich umgebaut, den werde ich jetzt da reinbauen. Die Gründe, warum ich hier auf Standard VSR bzw. GBB Inner Barrels umgestiegen bin, habe ich ja schon gesagt, weil zum einen das Nozzle von der WE Cheetah hier jetzt nicht besonders, weil das Hopper Bucking jetzt hier nicht besonders gut abdichtet im Loading Nozzle und Begardi hat sie gerade im Angebot gehabt, beziehungsweise Begardi hat mir gesteckt, dass diese Läufe hier, diese Modify-Läufe, demnächst aus dem Programm verschwinden. Kurz vorweg, die passen dann wahrscheinlich auch in VFC, in Tokyo Marui, bin ich mir jetzt nicht sicher, ob die da irgendwas am Inner Barrel Design geändert haben. Aber in alle gängigen GBB-Pistolen, wo ein Inner Barrel bis 85 mm verbaut ist, sprich Glock 19, sonst fällt mir auch keine ein, ja. da könnt ihr den ruhig einbauen, wenn ihr da eh nach einem Tuning-Teil guckt und dann werdet ihr da bestimmt ein bisschen Spaß haben. So, gut, das war jetzt der kleine Vergleich. Kommen wir zum Inner Barrel selber. Also wir sehen hier, hat ein ziemlich breites Hop-Up-Fenster, hat zwei Nuten, beziehungsweise vier Nuten für, ich weiß gar nicht, wofür das sein soll. Vielleicht für AEG oder so. Ich habe keine Ahnung, dass das hier auch wieder so ein Hybrid-Ding ist. Kennt man ja von Modify. Die haben ja auch so ein eher AEG Inner Barrel, der ein bisschen modular aufgebaut ist. Neben, wie heißt die? Maple Leaf natürlich. Ja, ansonsten die Innenseite hier, die ist schön glatt. Könnt ihr jetzt hier wahrscheinlich nicht sehen, ne? Zu dunkel, doch. Also hier drin spiegelt es aber wirklich. Der kam auch richtig sauber ab Werk. Also ich habe mal einmal durchgewischt mit ein bisschen Alkohol. Kam richtig sauber. Und ich würde sagen, wir verbauen das ganze Ding jetzt einfach mal. Wie gesagt, ich verwende hier das Begardi GBB 5 Pro Hopper Bucking. Das passt hier auch anstandslos drauf. Und dann wickel ich jetzt hier gerade noch ein bisschen Teflonband rum. Muss jetzt nicht unbedingt heißen, dass der irgendwie am Hopper-Bucking undicht ist, aber ich mache das generell bei allen GBB-Pistolen
beziehungsweise auch bei meinen AEGs, weil günstig und man kann sich hundertprozentig sicher sein, dass dann kein Leck entsteht. Ja, und dann bauen wir den einfach hier in die Hop-Up-Unit ein. Die habe ich schon mal vorher ein bisschen zerlegt. Gucken, dass es sitzt. So. Und ich warte übrigens immer noch auf das Hop-Up-Ärmchen und die anderen Teile, die ich hier verbaut habe. Und da mir ja das Ärmchen, jetzt kann ich es ja gerade mal zeigen, da wo es offen ist, ja, dumme Sache. Also hier unten wäre normal nochmal ein Ärmchen dran, was hier im Hop-Up-Rädchen hier in diese Lauffläche da, in die obere Lauffläche eingreift. Ja, ist mir dummerweise abgebrochen, weil ich es irgendwie zurechtbiegen wollte. Und ja, hat man sich mal wieder dumm angestellt. Machen wir das gerade noch ein bisschen gerade. So, was ich jetzt noch verbaue, ist ein Maple Leaf, ich glaube iKey heißen die. Das ist einfach ein Metall-Tensioner aus Alu-CNC gefräst. Den hatte ich noch gefunden. Ich wusste gar nicht mehr, dass ich den habe. Den werde ich dann auch, wenn das Ersatzteil da ist, so weiter verwenden, weil der ist ziemlich cool. Passt auch perfekt zu dem Begadi Hopper Bucking, beziehungsweise zu Flat Hop Buckings. Und dann setzen wir das hier mal so ein. Drücken uns das noch ein bisschen zurecht. So, den Rest mache ich nachher. Und dann kann man schon die Hop-Up-Unit zusammenschrauben. Einfach die zwei Schräubchen wieder rein. So. Die zwei Schräubchen wieder drin. Hier oben seht ihr dann den Hop-Up-Mod. Ja, der wird einfach, also das kleine Ärmchen wird dann einfach runtergedrückt, wenn ich das hier in den Outer Barrel wieder reinstecke. Ist natürlich jetzt keine optimale Lösung und im Review habt ihr ja auch, also im Review zu der Beretta habt ihr ja auch gesehen, dass ich hier Klebeband, also Iso-Tape drüber gemacht habe. War jetzt auch nicht so das Gelbe vom Ei. Deswegen war ich froh, dass ich diesen Tensioner noch gefunden habe. Ja, jetzt könnt ihr auch hier richtig sehen, dass das hier drin im Inner Barrel alles schön spiegelt. Und von dieser silbernen Kante hier, da lassen wir uns jetzt mal nicht irritieren. Ich habe gerade eben noch mal genau nachgeschaut und ich habe gedacht, da ist irgendein Fehler passiert beim Zusammenbau. Aber scheint nicht so zu sein, weil die BB vom Nozzle eh über diese Kante geschoben wird und ja, dann soll es hier eigentlich kein Problem geben. Und vielleicht können wir jetzt mal sehen, ob die BB mittig im ja, die BB ist unten mittig, ihr könnt es hier sehen, ich kann es gerade schlecht zeigen. Aber dieser helle silberne, der helle Rand um die BB rum, die Corona, ja, die ist ziemlich mittig und das sagt mir, ich gucke gerade mal, ja, das sagt mir, dass das Hop-Up-Ärmchen da oben bzw. diese Tensioner hier richtig verbaut ist und dass dann da kein ungewollter Links- oder Rechtsdrall entsteht. Da werden wir gleich aber doch mal einen Schusstest machen und dann verbaue ich das gerade hier. Setzen den Pin wieder ein. Wie gesagt, im Review schon ist ziemlich easy hier alles wieder zusammenzubauen. Und dann schubse ich die BB gerade nochmal durch. Und dann schauen wir mal, ob das wirklich ein Problemchen ist, wenn ich die BB jetzt hier reinfallen lasse. Hängt sie natürlich an der Kante und das Nozzle sollte die dann optimalerweise, ja, das Nozzle schiebt die BB dann über die Kante auf die Hop-Up-Patch-Fläche und dann gibt es da schon mal keine Probleme, finde ich gut. Okay, dann baue ich das Ganze jetzt zusammen, fertig und dann machen wir einen kleinen Schusstest. So, Schusstest mit dem Modify Inner Barrel, Distanz wie immer 12 Meter, verwendete BBs sind wie im Review auch schon die 0,25 Gramm Bio-BBs von Begadi.
Ja, ich werde auf die Nummer 3 zielen, also in der Mitte. Und dann schauen wir mal, wo es hingeht. Gut, wie man im Schusstest jetzt gesehen hat, konzentrieren wir uns mal auf diese Gruppe hier, die gefällt mir irgendwie sehr gut. Die habe ich da, wie gesagt, Schussposition war sitzend aufgelegt und ich habe hier für die Mitte von der Nummer 3 Zielscheibe gezielt. Schüsse waren jetzt ein bisschen tief, aber das ist jetzt nicht so ausschlaggebend. Ja, die Schüsse, die sind ziemlich geil gruppiert, muss ich sagen. Gut, ich nehme mir jetzt an, hier die zwei Ausreißer, die waren Schützenfehler von mir, nehme ich mal an. Aber alles in allem ist das Ganze jetzt hier geschrumpft von vom WE, Standard WE Inner Barrel hier. Hatten wir eine Streuung in der Höhe, also in der vertikalen, von ca. 8 cm und in der horizontalen eine Streuung von 4,5 cm. Das ist auch echt gut auf die Distanz. Da braucht man sich nicht beschweren, keine Frage. Aber hier mit diesem Modify Inner Barrel, mit dem Tuning Inner Barrel geht es halt doch nochmal ein Stück besser, wenn man die zweimal weglässt. Da haben wir nämlich hier eine Streuung in der horizontalen von 4 cm und eine Streuung in der vertikalen von 3 cm. Also das liegt alles ziemlich nah beieinander. Gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, WE Inner Barrel müsste man jetzt nicht zwangsläufig tauschen. Ich habe es halt getauscht, weil mir der Hop-Up Bucking bzw. das Nozzle und Hop-Up Bucking haben nicht so gut miteinander abgedichtet. Jetzt mit der Modifikation zusammen noch mit dem Maple Leaf Tensioner und mit dem Begadi Pro GBB5 Hopper Bucking ist das Ganze hier auf die 12 Meter nochmal deutlich zusammengeschrumpft. Und ja, also besser und günstiger kann man keine Präzision mehr erhalten. Alles, was danach kommt, ist rausgeschmissenes Geld. Das Ganze, der Inner Barrel hier vielleicht noch dazu, ich räume das gerade mal beiseite. Der Inner Barrel an sich, wie gesagt, der fliegt bald aus dem Sortiment von Begadi. Und wenn ihr da Bock drauf habt, einen guten, günstigen Inner Barrel zu erhaschen, dann solltet ihr euch beeilen, bevor es den bei Begadi nicht mehr zu kaufen gibt. Der kostet knappe 28 Euro. Und dafür braucht man sich echt nicht beschweren. Also, ja. Und 6,03 mm Inner Barrel Durchmesser langt auch vollkommen. Ja, und zumal spricht ja auch dafür, weil der so kurz ist, so ein Streukreis. Ich meine, gut, wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr geübt hätte, dann hätte ich das bestimmt noch besser hingekriegt. Aber damit bin ich schon echt zufrieden und damit kann man auch schon mal Zielscheiben schießen, wenn man da wirklich Bock drauf hat im Keller. Ja, aber mehr würde ich da jetzt auch nicht machen. Ja, kommen wir gerade einfach zum Fazit. Ist der Inner Barrel tauglich oder nicht? Wie gesagt, den muss man nicht zwangsläufig unbedingt tauschen. Wer da gerade ein bisschen Geld eh investieren will in die, sagen wir mal, VFC, KJW, Glock 19, whatever, der kann hier bei diesem Inner Barrel ruhig noch zugreifen. Wie gesagt, so lang verfügbar. Und wer mit der Präzision von dem Standard Inner Barrel drin ist, der lässt ihn halt einfach drin. Ich brauche es nicht, so sprach der Rabe. Doch schön ist, dass ich es habe. Ja, das wäre der passende Satz dafür. Aber es bringt ja auch was, wie man gerade gesehen hat. Ist natürlich jetzt nicht streng wissenschaftlich. Dafür müsste die Waffe eingespannt sein und so weiter und so fort. Bevor da jetzt jemand schreit, ja. Das ist einfach, jetzt habe ich meine Wurst auch mal in den Senf gedrückt und ich finde den Inner Barrel klasse. Der bleibt natürlich bei mir und verbaut.
Vielleicht besorge ich mir auch noch einen zweiten für meine Custom Glock 19C. Und ja, schauen wir mal. Gut, ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst mir gern ein Like und ein Abo da. Das hilft mir sehr. Wieder ein paar Abonnenten dazu gewonnen in den letzten Tagen. Finde ich sehr geil von euch, dass ihr mir da einfach mal so ein Abo da lasst und immer schön die Däumchen nach oben gebt. Ihr könnt auch Däumchen nach unten geben, aber dann bitte vielleicht mit einer kurzen Kritik unten und dann kann ich da eventuell nach Möglichkeit drauf eingehen. Ja, das war's jetzt wieder von mir. Ich wünsche euch noch einen extrem schönen Tag. Genießt die Sonne, die kommt ja mal langsam wieder raus. Mir bleibt nichts anderes mehr zu sagen als Hui Welle, allemal, ich bin raus, macht's gut. Tschüss.